Also, liebe Sonja, wir möchten dich jetzt überraschen mit einer überraschenden Aktion. Jeder Stargast hier kriegt eine überraschende Aktion. Und zwar möchten wir jetzt deine mentalen Fähigkeiten prüfen. Oh oh. Folge mir auf die Showbühne. Oh oh, aber ich muss nicht singen. Nein, komm. Und da erwartet uns nämlich schon Desimo, der uns helfen wird, natürlich die mentalen Fähigkeiten zu überprüfen. Und ich übergebe dich jetzt mal in die Hände des Fachzauberers und geh mal hier rüber. Haben Sie sowas schon mal gehabt? So dieses Gefühl, hell sehen zu können, Gedanken zu lesen, Gedanken übertragen zu können? Nein. Noch gar nicht. Ich meine so ganz Beispiele, die wir eigentlich alle kennen. Das Telefon klingelt und die Person, die dann gerade da am anderen Ende ist, die wollte man auch gerade anrufen. Oder zumindest hat man gerade an sie gedacht. Oder sagt ihr das jedenfalls? Kenne ich. Gut. Das kenne ich. Sowas meine ich. Genau sowas. Ich wollte dich gerade anrufen, Mensch. Ja. Genau. Und das reicht ja schon. Ja. Ich würde jetzt gern nach diesem ganzen Kennenlerngespräch, und ihr kennt euch schon eine Weile. Wir kennen uns schon sehr von daher, gut, ja. Versuchen, dass Sie sich auf einen Gedanken konzentrieren, einen einfachen Gedanken, den ihr bitte empfangt. Und Sie können ja vielleicht mal mit versuchen zu empfangen, was in den Hirnwindungen von Frau Kraus los ist. Oh, herzliches Beileid. Ja. Wir sind gespannt. Ja. Würden Sie sich, wenn Sie sich auf das Experiment einlassen, hierher setzen, Frau Kraus? Ihr setzt euch dahin. Sein, so haben wir ein bisschen Abstand. Um das einfach zu machen, damit die beiden eine Chance haben, möchte ich Sie bitten, sich einen Gegenstand, ein Bild zu denken. Ein Bild, wie es Kinder malen würden. Etwas sehr Einfaches. Kinder malen ja immer so Bilder wie ein Haus, ein Baum, eine Sonne, eine Blume, ein Hund dazu, noch Rasen und Wolken und alles. Alles zusammen? Nein. Viel zu viel. Viel zu viel, okay. Wenn, dann eines davon. Okay. Oder vielleicht eine Zahl, die ihre Lieblingszahl war als Kind oder der ich erste Buchstabe. Was. Sie haben schon was. Gut. Damit wir das nachher überprüfen können, möchte ich Sie bitten, das aufzumalen. Okay. Ich habe einen kleinen Malblock dabei. Wenn Sie es dann gleich abreißen, tun Sie es bitte so, dass Sie es erst umfalten, dann abreißen, sich dann draufsetzen, damit wirklich niemand sieht, was Sie malen. Damit dieser Gedanke wirklich nur Ihr Gedanke ist. Ja? Ich muss es hier erstmal überprüfen. Auch, ja? Hier okay. Ich bin ja Uri Geller geschädigt. Von daher, ich muss ja hier erstmal gucken. Alles okay. Dann malen wir hier vielleicht noch so einen kleinen Kreis zu die Konzentration. Wir gehen weg, passen Sie auf, dass keiner etwas sieht und nachher müssen wir erkennen. Und wo soll ich jetzt malen? In den Kreis hinein. Sehr schön. Wir schauen weg. Wir gucken total weg. Frau Rast, wir hören Sie auch, ja, wenn es soweit ist. Wir hören ja, wenn dann Sonja Kraus Frau Raspel dieses empfängt, Blatt abreißt. Was empfangen Sie, Frau Raspel? Schon was. Ein Tortendiagramm. Jetzt mal bitte mit Ernst. So. Das war der Kreis, glaube ich. Ja. Ja, ich glaube auch. Und dann ein paar wirre Linien. Ja. Sehr schön. Wie sieht es denn aus bei Frau Kraus? Fertig. Sehr schön. Legen Sie einfach den Block neben sich auf den Boden. Legen Sie den Stift neben sich auf den Boden. Wenn Sie also den Zettel abgerissen haben, ja, reißen Sie ihn ab, knüllen Sie ihn, knitten Sie ihn, setzen Sie sich drauf. Wichtig ist, dass wirklich niemand im Saal weiß, was Sie jetzt zur Kontrolle aufgemalt haben. Okay, fertig. Gut, dann darf ich zu Ihnen kommen? Ja. Sehr schön. Frau Kraus, legen Sie es einfach auf den Boden. Legen Sie es einfach weg. Brauchen wir nicht mehr? Da will auch gar keiner hingucken. Gut, sehr schön. Ihr seid soweit? Ja, wir haben nichts gesehen. Gut. Sie haben ein Bild im Kopf, sitzen darauf. Ihr versucht es zu empfangen. Vorneweg, habt ihr irgendeine Idee, was es sein könnte? Ja, ich hab schon was. Fischstäbchen. Ach, Frau Raspel, wieso denn Fischstäbchen? Ach, im Büro ist unsere Mikrowelle auch kaputt. Jetzt muss ich mir mittags meine Fischstäbchen auf der Heizung auftauen. Sie sollen sich was vorstellen, bitte. Also ich versuche zu empfangen. Du versuchst zu empfangen? Warte einen Moment. Ich glaube, Thomas ist dafür auch empfänglicher. Warte mal. Ich glaube, dass es da wirklich eine Bindung zwischen euch gibt. Können Sie ganz, ganz kurz, Frau Kraus? Ja? Ganz, ganz kurz in Richtung Thomas und Helga diese Gedankenschleuder verwenden. Halt nicht nach oben weg, direkt nach vorne. Also. In Richtung der beiden und dann siebenmal nach vorne drehen, ist wenn klar. Ich sage. Und das Publikum versucht auch, ihren Gedanken mitzubekommen, ja? Also drehen Sie ab jetzt. Vielleicht zu Thomas Hermanns, vielleicht zu Helga Raspel, vielleicht zum gesamten Publikum. Ich muss mal kurz was überprüfen. Alles noch da. Ist noch da, ja? Dankeschön. Ich will es jetzt gar nicht überprüfen. Ich würde Sie auch nicht lassen. Ich habe es mir gedacht. Aber Sie haben Ihren Gedanken noch in Gedanken. Glauben Sie, dass Thomas das inzwischen hat? Ja. Ich
glaube, er hatte es vorhin schon. Ist richtig, oder? Mhm. Ja? Du bist jetzt ganz sicher? Ich bin sicher. Kann es im Saal noch jemand wissen? Was meinen Sie? Ich behaupte, die Dame mit dem Schal, die könnte es auch. Die Dame mit der, ja, okay. Ja. Ich behaupte, sie ist nicht die Einzige. Ich glaube, der gesamte Saal ahnt, was es ist. Ich glaube, der gesamte Saal kann laut und deutlich rufen, was für ein Bild er empfangen hat, als Sie eben die Gedanken übertragen haben. Irgendein Bild war plötzlich da, das Sie gesehen haben. Können Sie bei drei genau dieses Bild und was Sie glauben, was Sie da gesehen haben, rufen? Ich werde schnippen und Sie rufen im Chor, was Sie gesehen haben. Ich bin gespannt, ob das dann stimmt. Eins, zwei, drei. Schuh! Zeigen Sie es bitte mal, was Sie gemalt haben, Frau Kraus. Ihr seid gemein. Das ist ein Schuh. Das ist korrekt. Das war großartig. Ich danke Ihnen, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Dankeschön, Frau Kraus. Vielen Dank, Desimo. Das ist gewusst. Danke dir. Das ist immer gewusst. Großartig. Dankeschön. Dankeschön.